Der Semmering-Basistunnel ist ein Jahrhundertprojekt. Es ist eine Baustelle mit gewaltigen Ausmaßen. Ich werde oft gefragt, warum wir hier am Semmering-Basistunnel so lange brauchen. Wir haben einfach gigantische Dimensionen zu bewältigen. Hierfür arbeiten 1200 Leute rund um die Uhr, um den Tunnel zu errichten. Könnte man von der Tunnelröhre wie bei einer Wurst eine Scheibe abschneiden, wäre dieses Wurstrad 79 Quadratmeter groß. Zum Vergleich, die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Wien beträgt lediglich 38 Quadratmeter. Würde man von einem Tunneleingang zum anderen eine Botschaft per Megafon übermitteln? Alex, ist die Durchfahrt bis zum Portal möglich? Dann würde der Schall für die 27,3 Kilometer rund 80 Sekunden benötigen. Der andere Kollege könnte also erst fast 1,5 Minuten später antworten. Weg ist frei, fahrt's los! Im Tunnel sind rund 970 Kilometer Kabel verlegt, die zur Datenübertragung und Stromversorgung dienen. Hintereinander gelegt würden diese Leitungen von Wien bis nach Paris reichen. Maschinen und Menschen müssen bei der Baustelle Fröschnitzgraben 400 Meter tief in den Berg gebracht werden. Würde der Lift nicht in die Tiefe, sondern in die Höhe gebaut werden, könnte er in einem Wolkenkratzer mit über 100 Stockwerken eingesetzt werden. Die Mineure müssen 6,5 Millionen Kubikmeter Material aus dem Berg holen. Das entspricht dem Volumen von 2 ganzen Cheops-Pyramiden. Gut 2 Drittel davon sind über ein Förderband in dieser Deponie gelandet und haben 700.000 Lkw-Fahrten eingespart. So entstand eine Fläche von 40 Fußballfeldern, wo nun ein klimafitter Mischwald wächst. Auf einer Länge von 11.500 Meter weicht der Röhrenverlauf lediglich um 25 mm von der errechneten Linie ab. Zum Vergleich: Müsste man aus einem Papierbogen eine A4-Seite ebenfalls so exakt ausschneiden, dürfte man nur um ein Hundertstel einer Haarbreite daneben liegen. Also 0,0008 mm. Eine beeindruckende Leistung. Die Vortriebsarbeiten sind im Finale und das Bauwerk ist für die nächsten 150 Jahre gerüstet, um den zukünftigen Generationen zu dienen. Wer Außergewöhnliches erschaffen will, muss im großen Maßstab denken. Im Semmering-Basistunnel trifft Präzision auf Dimension.